Heute will ich euch das von Asus, das PhonePad Note 6 zeigen, was zur Kategorie der Phablets gehört, die hier in Europa noch relativ selten sind, aber in Asien ein ganz großer Hit, nämlich in Zwischenform aus Smartphone, hier habe ich mal zum Vergleich ein iPhone 5S, und Mini-Tablet, in dem Fall ein Kindle Fire HD, mal zum Größenvergleich. Also wie man sieht, ja. Das Phablet zeichnet sich dadurch aus, dass es so ziemlich in der Größe in der Mitte dazwischen liegt. Hat 6 Zoll Bildschirm, ganz speziell dieses PhonePad von Asus. Und ich will es euch auch mal zeigen. Zack, hier geht's an. Ist Android 4.2 drauf, also die übliche Bedienung dort. Und man kriegt es eben gerade noch in eine Jackettasche rein, was eben heißt, also man kann es wie ein Smartphone mit sich rumschleppen. Man braucht allerdings eine Micro-SD-Karte, um damit telefonieren zu können, das sei bedacht beim Kauf. Hier kommt sie, glaube ich, rein, ja. Und insofern kann man es immer mit sich rumschleppen. Hat andererseits im Vergleich zum Smartphone, das ja doch ein eher kleines Schriftbild oftmals nur bietet, den Vorteil, dass hier zum Beispiel, also Lesen, einfach viel mehr Spaß macht. Gucken wir mal rein. Hier nehmen wir mal dieses Beispielbuch Alice im Wunderland. Also das ist schon ein Unterschied. Ich weiß nicht, wie gut man es jetzt sieht hier, wenn sich die Kamera scharf stellt. Aber da ist schon ein ziemlich vernünftiges Schriftbild möglich, ohne dass man gleich Augenkrebs kriegt, wie beim Smartphone lesen. Aber auch zum Beispiel, weiß ich, Sound ist auch sehr anständig, muss man sagen. Hören wir uns hier mal den Trailer vielleicht ein Stück weit an von Bioshock Infinite. Also man sieht schon, einerseits für Video, aber auch für Sound recht okay eigentlich. Stereo-Lautsprecher sind drin, so dass man also durchaus sich auch einen ganzen Film damit angucken kann. Zudem der Akku auch recht lange durchhält, wie ich finde. Was wollte ich euch noch zeigen? Also hier eingebaut ist ein Atomprozessor von Intel. Keiner von den üblichen ARM-Prozessoren, wie sie sonst bei Smartphones und Tablets üblich sind. Und wir kommen hier sogar, wenn wir hier zum Beispiel Ice Storm Extreme aus dem FutureMark Benchmark nehmen, auf ein recht ordentliches Ergebnis mit 4361 Punkten. Da ist das iPhone 5S mit seinem 64-Bit-Prozessor zwar immer noch ein ganzes Stück besser. Nach Kamera, willst du es mal zeigen? Also ich sage es einfach mal an über 10.000 Punkte. Da kommt es also nicht ran, aber ich habe hier schon ganz andere Werte gemessen mit manchen Smartphones, die dann nur bei einem Zehntel, wenn überhaupt, des iPhone 5S landeten. Also muss man sagen, der Atomprozessor, den sie hier eingebaut haben von Intel, ist sicher nicht die schlechteste Wahl. Ist auch wirklich ein hübsches Gerät und hat eine kleine Besonderheit, nämlich hier ein Stylus. Also wie wir das noch früher von den ersten Tablets kennen, die ja ausschließlich bedient wurden durch Stylus-Stifte, bevor die Fingerbedienung modern wurde. Und wir können dann hier lustige kleine Zeichnungen machen. Ja. Und zudem merkt das Gerät auch, wenn der Stylus länger als, ich glaube, 20 Minuten aus dem Gerät rausgenommen worden ist, dann fängt er an, ziemlich nervig zu warnen und bietet dann auch an, den Stylus zu ordnen. Bei Google Maps geschieht das dann. Natürlich mit der bekannten Genauigkeit von Google Maps, die ja immer etwas zu wünschen übrig lässt. So, ja, das war's. Also ist sicher nicht jedermanns Sache, weil es eben doch ein ganzes Stück größer ist und auch etwas schwerer als ein klassisches Smartphone. Dieses Phablet von Asus, aber man kann sich dran gewöhnen, finde ich.